Ich mache Triathlon seit ca. 7 bis 8 Jahren. Ich bin da durch meine Familie reingerutscht sozusagen. Mein Papa macht schon sehr lange Triathlon und meine älteren Geschwister auch. Mein Bruder ist dann in seinem letzten Triathlon-Jahr, also Junioren, älterer Jahrgang, in den Kader gekommen. Und ja, dann habe ich das halt auch gemacht. Ich mache das seit ca. 4 Jahren. Ich bin da durch meine Schwester reingerutscht, die einmal bei einem Teamwettkampf teilgenommen hat. Heute sind die beiden 15 und 16 Jahre alt und laufen ihrer Konkurrenz bei Wettkämpfen regelmäßig davon. Beide gehen jeweils in die 10. Klasse einer Gemeinschaftsschule. Angestrebt ist in ein paar Jahren das Abitur. Für die beiden Teenies heißt es also, Schule, Hausaufgaben und Training müssen irgendwie unter einen Hut gebracht werden. Trainieren tun wir so circa 16 Stunden in der Woche. Mit Schule wird das jetzt natürlich immer stressiger, weil auch durch die Oberstufe die Anforderungen jetzt höher werden. Und dadurch, dass wir jetzt einen Jahrgang älter sind und dann auch die doppelte Distanz haben, wir dann auch mehr trainieren müssen und das dann auch immer schwerer zu verbinden wird. Ja. Li-En und Julia haben sich beim Training kennengelernt. Viel Zeit für Freundschaften außerhalb des Sports bleibt auch nicht. Fast täglich sehen sich die Freundinnen beim Training und werden dabei im Wettkampfmodus auch schnell zu Konkurrentinnen. Ich sehe das ganz entspannt. Also sie ist zwar eine Konkurrentin von mir, aber auch meine beste Freundin, und das können wir eigentlich auch im Wettkampf sehr gut trennen. Radfahren gehört nicht unbedingt zu den Lieblingsdisziplinen der beiden Triathletinnen. 20 Kilometer müssen aber bei Wettkämpfen gefahren werden, und um da vorn dabei zu bleiben, muss eben trainiert werden. Die Fahrräder sind aus Vollcarbon und wiegen nur gut 7 Kilo, ein echtes Hightech-Sportgerät, aber treten müssen die Mädels trotzdem. Natürlich ist Laufen und Schwimmen eine gute Grundlage, vor allem weil man ja Windschatten fahren darf bei den B-Cups. Deswegen muss ich mich jetzt einfach im Training darauf konzentrieren, die Berge gut zu fahren, um dann bei den Deutschen auch mithalten zu können. Regelmäßig müssen Li-En und Julia nach Lübeck zu Klaus Weizner. Er ist Medizintechniker und Experte für Sportdiagnostik. Bei ihm werden die Fahrräder der Mädels optimal auf ihre Bedürfnisse angepasst. Und auch der Laufstil der beiden Triathletinnen wird mit Kameras genau analysiert. So lassen sich kleine Fehler beheben, und so können die Experten überhaupt verstehen, warum die beiden mit ihren Beinen deutlich schneller laufen können als andere. Ja, bei Li-En ist es so, sie hat kann noch ein bisschen an der Kraft arbeiten. Das sieht man auch am Fahrrad. Vielleicht sehen wir das gleich auch nochmal in den Sprungtests. Das heißt speziell Gluteus, Ischiokoral, Muskulatur, hinten die Streckerkette. Wenn man die noch ein bisschen verbessert, sind wir sicherlich, aber wir sind so schon auf einem sehr guten Weg. Auch eine Leistungsdiagnostik wird mindestens einmal im Jahr gemacht. Gemessen wird, wie viel Sauerstoff der Körper bei Belastung verwerten kann. Die Geschwindigkeit wird auf dem Laufband von 12 km/h gesteigert auf bis zu 20. Das Ergebnis, wie zu erwarten, sehr gut. Beide haben eine extrem hohe Ausdauerleistungsfähigkeit. Ich würde mal sagen, sie sind in Deutschland in absoluter Spitze in ihrer Altersklasse. Und ja, wir sehen jetzt zu, dass wir alle Möglichkeiten in Anspruch nehmen, die uns zur Verfügung stehen, um die Leistung noch mehr zu fördern, ohne dass das jetzt mit mehr zeitlichen Aufwand zu tun hat. Die dritte Disziplin, Schwimmen. Ihr schwimmt jetzt 4x50 Meter. Ihr macht Steigerungen bis zur Hälfte der Bahn, also 25 Meter Steigerung. Dann bis zum 15-Meter-Strich, volle Granate. Und dann wieder locker. Im Wettkampf ist Schwimmen eigentlich die erste Disziplin. Denn im Triathlon wird zuerst geschwommen, dann Rad gefahren und zuletzt gelaufen. Im Schwimmbad Neumünster herrschen Wettkampfbedingungen, optimal für eine Trainingseinheit. Bei den nationalen Wettkämpfen, da ist die Windschattenfreigabe beim Radfahren spielt eine große Rolle. Das heißt, ich muss schnell aus dem Wasser kommen, möglichst die erste Radgruppe bekommen, damit ich mich da mittreiben lassen kann mit der ersten Radgruppe und dann nachher beim Laufen alles geben, um eine gute Platzierung zu bekommen. Landestrainer Carsten Krömer schaut genau hin und lässt sich von seinen Mädels nichts vormachen. Er selbst war viele Jahre Leistungsschwimmer und weiß, wie man das Optimum herausholt. Das mit der Steigerung war soweit okay, aber dann mehr Dampf reinbringen. Viel mehr Power, viel mehr Frequenz, den Beineinsatz mehr machen.
Nach den Sommerferien verlassen Lien und Julia Schleswig-Holstein. Leider sind ihre Fördermöglichkeiten hier erschöpft. Sie werden auf ein Sportinternat in Potsdam gehen, um auf dem Bundesstützpunkt noch besser und mehr trainieren zu können. Denn ihr sportliches Potenzial wollen die beiden Triathletinnen bestmöglich nutzen. Natürlich wollen wir es bis zur Spitze des Leistungssportes im Triathlon schaffen und dann auch irgendwann für Deutschland starten und zu großen internationalen Wettkämpfen mitfahren. Und die Wahrscheinlichkeit, das auch zu schaffen, ist hoch. Vorausgesetzt, die beiden Freundinnen trainieren weiterhin so hart wie bislang.